Ich habe noch eine Rechnung offen. Nach ungefähr 10 Monaten. Ja, wie dem auch sei, willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Ich weiß, wird wahrscheinlich keinen mehr jucken. Aber ich will es noch haben. Also fertig machen. Ich möchte nämlich ungern einfach ein unfertiges Let's Play auf meinem Channel haben. Und das wäre, keine Ahnung, es wäre irgendwie nicht zufriedenstellend. Es wäre einfach nicht richtig. Man zockt Games zu Ende, auch wenn ich das privat schon zugegebenermaßen getan habe. ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe oder erwähnt oder was auch immer. Kann aber ganz gut sein. Und Bowser, das ist jetzt eine Ansage an dich. Wenn du es nach 9 Monaten nicht geschafft hast zu heiraten, dann bist du selber schuld. Tut mir dann, ernsthaft? Tut mir dann leid für dich, aber, dann wird das leider nichts mit der Hochzeit. Denn ich schreite jetzt zur Tat. Oh, Moment. Da ist ein Mond. Den gönnen wir uns aber vorher noch. So. Und nochmal, ich weiß nicht, was ich schon gesagt habe und was nicht. Ah, cool. Aber falls ich es noch nicht gesagt habe, am Ende gibt's eine richtig nice Überraschung. Und da habe ich schon mega Bock drauf, darauf zu reacten. Auch wenn es nicht mehr das erste Mal sein wird. Leider. Ist eigentlich vollkommen egal. Es bleibt weiterhin geil. Okay? Es bleibt einfach weiterhin geil. Und das Fazit muss ich sowieso auch noch machen. Also ist es nicht ganz unnütz, dass ich hier... Ach komm, Mario. Mario, jetzt stell dich nicht so an. Ah. Also es ist nicht ganz so unnütz, hier das Let's Play noch zu Ende zu machen. Weil ich ja gesagt habe, ich möchte auf jeden Fall noch ein Fazit zu dem Game machen. Und das ist vor allem bei dem Ende, was das Spiel bietet, sehr angebracht. Mehr als angebracht. Und, ich weiß, um ehrlich zu sein... Ah, jetzt. Jetzt geht's. Alter, wie soll man denn da hoch? Wie soll man denn da hoch, Mensch? Vielleicht so? Ah, sorry, falls es jetzt langweilig ist. Aber... Ah, Moment! Ja, natürlich mit Cappy. Natürlich. Natürlich. Komm mal her, Cappy. Dich brauchen wir hier. Was? Cappy? Was soll der Scheiß? Cappy? Was macht er denn? Ich will auf ihn draufspringen, damit ich da hochkomme. Offensichtlich. Aber er lässt es nicht zu. Warum auch immer. Na. Verdammt nochmal. Ich weiß nicht, mache ich irgendwas falsch?
Cappy geht einfach weg. Ja gut, komm. Dann gehen wir erstmal in die Kirche und jetzt kommt die sehr weirde Szene, die ich schon, also ich glaube, dass ich sie erwähnt habe im 18. Part, wo ich mir so dachte, yo, was ist das hier? Alter. Hier müssen wir auch her, oder? So. Achso. Mit Cappy müssen wir stürmen. Bowser. Alter. Du hast es immer noch nicht geschafft. Bist du blöd? Man hat mich gezwungen, an dieser Zeremonie teilzunehmen. Was geschieht hier nur? Und dafür werde ich vom Kochtopf weg hierher gezerrt. Na toll. Ja, das meine ich mit weird. Warum zur Hölle? Macht ihr nichts? Vor allem du! Du musst mich doch verstehen! Gerade noch rechtzeitig. Ja, mehr oder weniger, ne? Bowser. Alter. Hör auf mit dem Scheiß. Und fuck. Das sieht mega nice aus mit dem Brautkleid. Bowser, lass sie in Ruhe, verdammt. Was? Ja, Cappy versucht uns noch zu retten, aber das wird nichts mehr. Cappy, bleib bei Peach. Versuch du wenigstens was. Ach, Bowser kommt hinterher. Alles klar. Ja gut, an alles kann ich mich dann doch nicht mehr erinnern. Und sie hat den Ring schon um. Ja, dann können wir auch wieder gehen, wenn ihr schon fertig seid. Ich bin nicht schick angezogen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass ich nicht eingeladen bin. Und du machst jetzt mal den Brautstrauß und fliegst raus. Der ist gut. Aber Bowser, du wirst rausfliegen, mein Freund. Hier hast du deine schlechten Zeiten, Alter. Ja, die Jokes sind echt gut. Also da hat sich Nintendo Deutschland was einfallen lassen. So, mein Freund. Jetzt kriegst du aufs Maul mit deinem eigenen Hut. Au, oh, was? Alter. Bam, Junge. Weg mit dir. Und wir haben nur noch 5 Leben. Alter! Du Irrer! Okay, der Kampf ist dann doch ein bisschen geiler, als ich in Erinnerung hatte. Beziehungsweise geiler in dem Sinne, weil er anspruchsvoller ist, als ich gedacht habe. Weil ich dachte, dass der ziemlich leicht gewesen wäre, der Kampf. Komm, geh weg. Alter. Oh, ich glaube, wir dürfen uns kein einziges Mal treffen lassen. Sonst verlieren wir den Hut und wir müssen es nochmal probieren. Aber ich glaube... Oh, shit. Was? Woher hatte ich jetzt 6? Habe ich eine Münze aufgesammelt, dass, ohne dass ich es bemerkt habe, oder? Ja, und anscheinend zählt auch schon der leicht, der kleinste Sprung als ausgewichen. Alter, bitte? Okay,
Oder habe ich ein Herz angesammelt? Nee, hier sind es ja Herzen, die man braucht. Stimmt. Oh. Alter. Das war jetzt aber nice, Mario. Jetzt komm. Mach ihn weg. Bowser. Werde ich nicht. Wir wissen, wie das hier ausgehen wird, okay? So. Und jetzt. Geh. Oh. Da bin ich etwas zu früh gesprungen, aber wurde nicht bestraft. Und jetzt aber. Was? Bowser, hör auf mit dem Scheiß. Jetzt aber. Hau ab. Oh. Und er ist wieder normal. Wann hast du deinen Anzug verloren, mein Lieber? Und der Bund der Ehe ist gebrochen. Boah, ich liebe diese Musik. Die ist so nice. Alter. Ist sie... Achso. Ich dachte, sie ist tot, Alter. Okay. Ach, stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen. Ja, Peach, Alter. Ja, Peach, ja. Bringt auch nichts mehr, ihre Hand zu halten, wenn die scheiß Höhle zusammenstürzt, Alter. Hallo, Mario? Achso, man muss springen. Wie heißt sie nochmal? Also, die weibliche Krone? Uff, keine Ahnung. Was sollen wir tun? Bowser, komm mal her. Daran habe ich mich gerade zurückerinnert, dass wir das machen müssen, um zu fliehen. Und ich finde es so verdammt nice. So eine gute Idee von Nintendo. Alter. Auch wenn es weird ist. Aber okay, Nintendo, Alter. Ja. Ah, let's go. Alter, ist ja schnell. Alter. Ja, das macht zwar so mehr Bock, aber... Warum benutzt er seine Power nicht gegen Mario? Komm, let's go. Oh, die Brocken machen uns Damage. Shit. Komm. Let's go. Was ist denn das? Wovon habe ich denn jetzt Damage bekommen? Also, eine Brücke. Let's go. Und jetzt? Jetzt kann Mario doch nur... Was? Oh mein Gott, ist das cool. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Also Leute, es lohnt sich auf jeden Fall, Spiele zweimal zu... RIP. Oh mein Gott. Ich Noob. Okay, wir müssen verdienterweise von vorne anfangen. Weil das ist echt leicht eigentlich. Wenn man da runterfällt, ist man halt wirklich selber schuld. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich bin noch der Einzige, dem das passiert. Okay. Neuer Versuch. Hör jetzt auf mit dem Quatsch. Ah. Komm, let's go. Wir müssen hier raus, ganz schnell. Na, oh. Was wäre ich da nochmal runtergefallen? Weil die scheiß Kamera so komisch war. Alter. Okay, wir müssen hier etwas schnell sein, glaub ich. Oder das stürzt automatisch.
oder stürzt automatisch ein. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es läuft nicht über einen Timer, sondern stürzt einfach dann ein, wenn man diese Passage erreicht. Oh mein Gott, bin ich blöd. Beziehungsweise die Steuerung halt. Weil ich habe nach rechts gedrückt und er ist halt da so komisch hängen geblieben. Aber dass Bowser hängen geblieben ist, das wissen wir ja schon. So, jetzt rein in die Röhre und nach oben. Das ist jetzt der letzte Try, den ich mache. Sonst wäre das Let's Play beendet. Ganz einfach. Oder wir machen einfach mal hier die, die Blöcke weg. Das geht... Was? Das ist aber auch so, dass ich immer denke, dass er weiterspringt. Aber er stoppt direkt, wenn man aufhört, nach links zu steuern. Oh, was? Ach, man kann auch Flammen spucken. Das hat aber auch was Gutes, weil ich gerade versucht habe, also dass ich so viel faile, weil ich gerade versucht habe zu sprinten. Aber wenn man Y gedrückt hält, was ja eigentlich Sprinten ist, dann lädt eine Flamme auf. Ist auch cool. Aber jetzt packen wir's. Komm. Wir wollen ja nicht, dass es komplett peinlich wird hier. Alter, schon wieder fast, ne? Es geht denn bei der Scheißsteuerung? Ah, ich weiß nicht, vielleicht muss man hier doch ein bisschen schneller sein. Das, da habe ich jetzt keine Ahnung. Aber es passt auf jeden Fall. Man kriegt es hin. Und, sehr unnötig, da so oft zu failen. Also, das... Keine Ahnung, was da wieder mit mir los war. Ich meine, nachdem man einmal bemerkt hat, okay, die Steuerung ist so, dass wenn man aufhört zu steuern, dann bleibt er auch direkt stehen. Dann sollte man es eigentlich auch gelernt haben. Was? Alter, wie die Musik abgeht. Okay. Was ist denn jetzt los? Und was ist hier jetzt? Ach so! Ah, ja. Okay, let's go. Let's go, raus hier! Boah, ich bereue es so hart, dass ich mir so lange Zeit gelassen habe mit dem Game. Das muss ich auf jeden Fall... Beim zweiten Teil, wenn es überhaupt noch einen geben wird, muss ich das besser machen. Aua. Let's go! Hier stürzt alles zusammen. Ab in die Mitte. Ah, komm, let's go. Was soll das jetzt? Okay. Das müssen wir kaputt smashen. Komm, mach! Aber wie hat Cappy hier den Ausgang gesehen, Alter? Ja, Alter. Was ist das denn? Hallo, Cappy? Gehst du mal? Junge. Alright. Aber nochmal. Wie zur Hölle hat Cappy da den Ausgang gesehen? Es ist einfach so ein riesiger Fels und Cappy so... Oh! Der Ausgang, Alter. Tiara heißt sie.
Ist mir gerade wieder eingefallen. Also die Krone. Und sie sind alle wieder vereint. Oh, jetzt. Oh. Oh, Peach ist überfordert. Für wen wird sie sich entscheiden? Ach, für niemanden. Alles klar. Ja. Oh Mann, ey. Ich finde das immer wieder so geil, wenn Bowser und Mario so, keine Ahnung, so zusammen irgendwie nicht mehr so Feinde sind, sondern so Halbfeinde, sag ich jetzt mal. Ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn Bowser und Mario so, wie nennt man es nochmal? Ich denke, jeder wird wissen, was ich meine. Ich bin gerade zu blöd, dass mir das Wort einfällt. Ist ja auch egal. Das Spiel ist zu Ende. Möge man meinen, aber es gibt noch eine Überraschung, Leute. Was das ist, verrate ich aber nicht. Ja. Ich kann ja mal ein bisschen einfach meine Meinung sagen zu dem Game. Ich fand's mega nice. Den Anfang im Mondland, das quasi... Ja, sich eine neue Story ausgedacht wurde, kann man jetzt nicht sagen, Bowser entführt Peach, ist klar, aber dass sich quasi so eine neue Welt ausgedacht wurde, einfach zum Beispiel bei Super Mario Galaxy war es quasi im Weltraum mit dem Raumschiff und mit Rosalina, dass halt neue Charaktere ins Spiel kommen, neue Persönlichkeiten. Und ich fand, das Hutland ist wieder sehr strange, aber passend für Nintendo. Ich finde einfach, das hat diesen gewissen Charme, den Nintendo Games nun mal haben. Und hier sieht man es auch, man hat alte Bekannte wieder getroffen, zum Beispiel Captain Toad. Oder hier die Eiswelt. Generell die Welten fand ich mega gut. Ich meine, es war wieder so, dass man dieses alte Schema genommen hat, zumindest am Anfang. Erst, ja, normale Welt, dann Wüste, dann quasi Strand. Ah, hier, das mit dem Drachen, das wollte ich auch gerade nochmal sagen. Das war mega nice. Einfach mal krass was Neues. Einfach so ein Gegner, mit dem man überhaupt nicht rechnet. Wo man sich denkt, okay, das ist jetzt was komplett Neues. Wo man... Wie gesagt, mir fallen da keine Worte zu ein. Das hat einen, mich zumindest, komplett sprachlos gemacht, als da auf einmal dieser Drache einfach erschien, gegen den man kämpfen musste. Ich meine, war jetzt zwar auch sehr easy, der Kampf. Hey, ich bin noch nicht fertig. Ja, okay. War zwar auch sehr easy, der Kampf. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. Generell, das Game war einfach krass. Ich denke, man merkt hier auch, dass mir einfach da die Worte fehlen. Das Ganze... Und da ist es, meine Freunde. Ich denke, man merkt es, dass mir die Worte fehlen, das Ganze zu beschreiben, was ich über das Spiel denke.
ich fand's einfach krass. Die Welten waren gut. Dieses mit den Monden sammeln fand ich mega nice, dass man eine gewisse Anzahl brauchte. Waren mir persönlich vielleicht ein paar zu wenige, die man brauchte, um zum nächsten Land zu kommen. Ich meine, das hätten ein paar mehr sein müssen. Das finde ich generell auch manchmal ziemlich lächerlich, dass man da einfach sehr viel skippen kann. Die Verstecke waren nice, endlich mal wieder. Es gab, wie schon gesagt, neue Charaktere, fand ich sehr nice. Vor allem die Amigos hießen sie, glaube ich, in der Wüste. Und die, was war das eigentlich? Diese Eismenschen da, diese... Was war das genau? Waren das so Eisrobben oder... Ich habe keine Ahnung. Polarrobben wahrscheinlich. Ist ja auch vollkommen egal. Ich fand einfach diese Abwechslung mega gut. Und was ja auch am Anfang geflasht hat, als rausgekommen ist, das Game, einfach in New York zu sein, in dieser quasi echten Welt mit Menschen, was schon wieder absolut komisch ist, aber schön zugleich. Nintendo hat auf jeden Fall mal wieder bewiesen, dass es sehr gut möglich ist von ihrer Seite aus, wieder einen rauszuhauen. Und hier ist es, Leute. Hier ist die große Überraschung. Wir sind im Pilzkönigreich. So ruhig, so friedlich, als wäre unsere Reise zum Mondland nur ein Traum gewesen. Ha, zum Glück war das alles kein Traum, denn wir haben unsere lieben Freundinnen Tiara und Peach gerettet. Juhu! Dieser Albtraum ist ja auf jeden Fall vorbei. Wir können echt stolz auf uns sein. Und doch, ich habe unsere Reisen total genossen und ich möchte nicht, dass alles schon zu Ende ist. Es gibt doch noch so viel zu tun, so viele Hüte, die du noch treffen musst. Viele Hüte. Ich wette, wenn wir noch mehr Powermonde sammeln, können wir zu einem neuen Ort reisen. Unsere Reise ist also noch längst nicht vorbei. Hurra! Lass uns erstmal in den Pilzpalast gehen. Jo. Und, stimmt. Ach, jo. Neu hinzugefügt, ja gut, was heißt neu, für mich neu hinzugefügt wurde ja die Ballonjagd. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Aber es soll wohl ganz cool sein. Na, wir machen das, denke ich, wann anders. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Aber Bock hätte ich schon. So, auf jeden Fall gibt es hier auch Coins zu sammeln. Beziehungsweise halt diese lila Collectibles. Und hier sind es Purple Coins. Die lila Münzen. Finde ich nice. Und auch nice ist, dass man hier mit dem Motorrad rumfahren kann. Und die Pilze, ja, die Mega-Mushrooms. Alter. Einfach nur richtig cool gemacht. Und da wäre ich fast runtergefahren. Ne? Da oben auf dem Hügel ist ein Garten. Und wunderschön ist der. Ah, yo. Yo, stimmt. Mensch, komm her. Alter. Die scheiß Hasenjagd, ne? Auch schon in Super Mario 64. Sehr nice gewesen, weil es einen einfach nur getriggert hat. Und hier sind sie. Die Sterne, Alter. Das ist mega krass.
mit diesem SM64-Sound. Es war einfach absolut, ich war einfach absolut geflasht. Ich fand das einfach mega nice. Diese Easter Eggs, die Nintendo immer einbaut. Ich finde das so nice. Ich finde es einfach so geil. Ich bin nämlich ein sehr heftiger Freund von Easter Eggs. Ich mag behaupten, noch krasser als so manch anderer. Und was war das? Warum hat das jetzt nicht gereicht? Und noch bessere Frage ist, warum habe ich die Purple Coins da liegen lassen? Naja. Gehen wir halt nochmal rauf. Mit rauf meinte ich eigentlich nicht diesen Baum, aber ja gut. Ich denke, auf so manch anderen Bäumen wird es wohl noch versteckte Sachen geben. Und ich glaube, da müssen wir auch die Nüsse einpflanzen. Okay, einen krasseren Vorsprung zu haben. Gehen wir mal hier hin. Und... Alter, ist das assi! Oh mein Gott! Wie krass knapp das ist. Oder man ist auf dieses komische Moped angewiesen. Ich glaube, so ist es eher gedacht, aber komm. Wenn man es auch so schafft, ne? Der Kapitän ist in den Shop gegangen. Stand er nicht oben auf dem Raumschiff? Ja, Mann, die Motorroller sind echt krass. So, pflanzen wir auf jeden Fall hier erstmal. Ach, vier müssen das sein. Bitte? Jetzt. Jetzt komm. Ja, noch nicht. Hä, was? Ach so, kleinere Nüsse gibt's hier dann auch, oder was? Ja. Ja. Wo müssen die große dann hin? Hm, wo wohl, Alter? Halt's Maul. Okay, let's go. Wo muss die hin? Wir nehmen sie einfach mal mit. Oh. Und da oben gibt's tatsächlich was zu holen. Ich dachte gerade, das wären Nüsse da oben auf dem Baum, aber das sind Yoshi-Bären. Heißt, es muss hier auch einen Yoshi geben. Achso, genau. Muss schütteln, damit man schneller hochkommt. Und, was genau ist gerade das Problem? Ja, gut. Was hat der jetzt da oben? Ah, du hast einen Stern für mich gefunden. Okay, ja, dann rück mal zur Seite. Ich bewache diesen Mond, damit die Gummas ihn sich nicht holen. Ich habe gar keine Angst, wirklich nicht. Alles klar, Bruder. Ich weiß dann zwar nicht, warum du ihn mir nicht gibst, aber... Komm mal her, Gummas. Ich glaube, das ist eine Aufforderung. Und zwar eine Aufforderung, ihn zu erschrecken. Gibt's hier wieder so einen Gumba-Schalter schon, oder? Muss es ja. Und ich find's auch irgendwie ein bisschen lame, dass hier keine Musik läuft. Aber ja gut. Die Hintergrundgeräusche sind auch schon ganz
Trottel. Sind auch schon ganz schön. Die Vögel, die zwitschern. Nice. Okay. Ja, und dann verscheuche ich sie, ne? Erst sagen, ja, das, die sind nice und dann weg mit euch. Was genau ist das? Sind Mäuse? Okay. Oh. Und hier kann man wieder so ein Notenspielchen machen. Wie das funktioniert, weiß ich allerdings nicht wirklich. Muss man einfach hier nur im Kreis rennen, oder? Ja, anscheinend. Ach, nein, muss man nicht. Also schon im Kreis rennen, aber nicht einfach nur da drin. Und da haben wir ihn. Den nächsten Power Moon oder Stern. Besser gesagt. Um den Brunnen herum. Macht er irgendwas? Ja, natürlich. Eine Bonus-Stage. Alles klar. Okay, hier hat man anscheinend noch Noob-Freiheit. Falls man runterfallen sollte. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Als ob einem das passiert. Also, komm, als ob man da runterfällt, ne? Oh Mann. Cool. Ach stimmt, hier gibt's ja gar keine Power-Ups, ich Trottel. Da oben ist ein Power-Mond. Nein! Die Steuerung. Nee, aber im Ernst. Was ist das denn für ein komischer Scheiß? Würde sich Mario wenigstens so steuern lassen wie im Original Mario Bros. Oh Mann, ey. Und hier habe ich auch Schiss, dass man zu hoch springt. Alter. Ist aber schon ein bisschen crazy hier, ne? Hallo? Kugelwilli, was machst du? Oh. Aber trotzdem noch bekommen. Krasses Timing von dem Kugelwilli. Hier muss ich mich leider treffen lassen. Oder müsste ich vielleicht nicht, aber... Ist ja auch vollkommen egal. Oh, und jetzt geht's nach oben. Und hier können wir einfach drüber rennen. Das kennen wir, diese Spielerei. Kennen wir aus dem Original Mario Bros. Oh. Oh, mit dieser Steuerung. Aber Mario rutscht ja gar nicht. Okay, ja gut. Dann ist es vielleicht doch ein bisschen einfacher. Oh. Da wäre ich fast runtergerannt. So. Zack. Gehen wir mal hier hin. Wie viele Monde gibt es immer pro Challenge? 2 oder 3? Ich glaube 3, oder? Ich kann mich aber auch irren. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal... Hallo? Ja gut, vielleicht gibt es da unten ja auch gar nichts. Ja, genau. Nee, ich glaube, da gab's gar nichts mehr. Hoffe ich zumindest. Wollt's jetzt auf jeden Fall nicht riskieren, da down zu gehen. Hier müssen wir auch
gutes Timing haben, haben wir, und dann kriegen wir ja auch den Mond. Geheimer 2D-Schatz. Aber warum das hier unten keine Sterne sind, ist auch irgendwie ein bisschen fragwürdig. Kann man dann nochmal rüberschauen? Könnte nämlich gut sein, dass da vielleicht doch ein Mond war, aber... Ja, gut. Ist jetzt auch egal. Oh. Ciao. Einfach das Schaf umgebracht. Wo wollte ich hin? Ich wollte doch noch, diese Nuss da einpflanzen. Sind wir hier dann dafür richtig, oder? Nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind im vollkommen, neuen Gebiet. Und ich weiß schon, was wir machen müssen. Eigentlich bräuchte ich gar nicht mehr mit ihm reden. Wir müssen die Schafe sammeln, ne? Ja. Hm. Ob ich da Bock hab, ob ich da drauf Bock hab? Na, ich weiß ja nicht. Ach so! Yo! Die haben Hüte auf, weil man die sonst nehmen könnte, ne? Ja, stimmt. Damit man nicht sagen kann, ja, ist ja vollkommen unlogisch, dass man die nicht steuern kann hier. Ha. Macht schon Sinn. Aber hier muss auch ein Yoshi sein. Alter. Ihr dreckigen Drecksgumbas, haut ab. Alter, haut ab! Jetzt reicht's aber. So. Uff. Also, ob diese Aufgabe hätte sein müssen, das weiß ich aber auch nicht. Da oben waren noch zwei lila Coins. Schön und gut. Merken wir uns. Aber erstmal bringen wir hier das Schaf weg. So. Ja, fliegt doch nicht so weit. Schaf. Geh da rein. So. Alter. Dieser Jingle, der da spielt. Nice. Oh, und ich sehe gerade, ich nehme schon 43 Minuten auf. Ich weiß nicht, ob ich das dann in zwei Teile schneiden werde. Aber wahrscheinlich schon. Ah, wobei ist irgendwie lame. Lassen wir das einfach. Ah, hier ist Yoshi. Schnell hoch, Mario. Schnell hoch. Nice. Und hier ganz oben wartet dann ein Mond, beziehungsweise ein Stern auf uns, oder wie sehe ich das? Nö. Ja, toll. Ja, aber du hast recht, Cappy. Von hier oben aus kann man alles ziemlich gut sehen. Und ich finde dieses Easter Egg schon wieder mega geil. Ich feiere das einfach nur ab.
Ach so, Moment, kann Yoshi auch diese Dinger hochklettern? Schon, ne? Muss er ja eigentlich können. Oder wie soll man an die Dinger da oben dran kommen? Oder geht das irgendwie mit seiner langen Zunge? Ah! Jetzt. Okay, was passiert, wenn die Anzeige voll ist? Kriegen wir doch bestimmt wieder einen Powermond, oder? So. So. Kann man sich aber zwei Powermonde holen, oder wie sehe ich das? Oh mein Gott, ist das ätzend. Also einer hätte wirklich gereicht. Einer hätte wirklich gereicht, Leute. Yoshi ist aber auch ein Skiller. Kann man... Was ich mich gerade frage... Da war ja eine Frucht in dieser Röhre. Im Wasser. Kann man mit Yoshi ins Wasser? Ich dachte, das wird nicht gehen. Er muss ja anscheinend gehen. Oder nicht? Weil, wenn man ins Wasser geht... Also, sagen wir mal, Mario geht jetzt ins Wasser rein. Wie soll er dann die Frucht da rausholen? Oder geht das? Da kann man mit Mario die Frucht da rausholen aus dieser komischen Röhre. Wo muss das Schaf nochmal hin? Diese Quests sind so dämlich. Ich glaube, ich mach die auch nicht. Und, ja, der Part ist jetzt... Lang genug, möchte ich meinen. 50 Minuten. Und ich würde dann auf jeden Fall erstmal sagen, haut rein. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr es dann getan habt. Wahrscheinlich wird das Video wieder 0 Aufrufe kriegen. Wie beim letzten und vorletzten Video. Ja, Yoshi verschwindet dann. Ja, macht was ihr wollt. Ich habe trotzdem Bock, weiterzumachen hier. Vor allem mit den, mit dem, was im Peach Lost drin ist. Ich wollte gerade schon wieder spoilern, aber möchte ich nicht. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, möchte ich nicht. Wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Here we go, off the rails. Don't you know it's time to raise our